Wir zeigen in unserer Ausstellung nicht nur Pastellgemälde, sondern auch Ölbilder, weil man im Vergleich besonders gut erkennen kann, was das Besondere ist, was das Pastell ausmacht. Eines der Ölbilder, was wir zeigen, ist ein Selbstbildnis des Pastellmalers Joseph Vivien. Ein Selbstbildnis in Öl, auf dem sich der Maler zeigt, wie er gerade ein Pastell anfertigt. Er sitzt da, hat einen Kasten mit Pastellkreiden auf dem Schoß und hält auch einen solchen Stift in der Hand. Pastellkreiden sind übrigens künstlich angefertigte Stifte, die hergestellt werden aus einer Art Farbteig, der aus Pigmenten, Füllstoffen wie Kreide oder Kaolin und einem Bindemittel wie Gummi Arabicum besteht, aus dem dann Stifte geformt werden, auf Italienisch Pastelli, und daraus wurde später das deutsche Wort Pastell. Solche Kreiden hat also der Joseph Vivien in der Hand und auf dem Schoß, und vor ihm steht sein Werk, das ist ein Bildnis des bayerischen Kurfürsten Max Emanuel. Max Emanuel gilt als der wichtigste Auftraggeber von Joseph Vivien. Er hat ihn schon früh gefördert und schon vor 1700 Pastelle bei ihm in Auftrag gegeben. Und bis zum Tode Max Emanuels hat Joseph Vivien immer wieder Werke für ihn geschaffen. Wir sehen Max Emanuel selbst auch auf dem Pastell, das wir links von diesem Öl-Selbstbildnis des Künstlers platziert haben. Ein Pastell, das Vivien um 1700 geschaffen hat. Da steht der Kurfürst in Feldherrnpose im Freien. Und das Interessante ist, wenn wir dieses Bild jetzt vergleichen mit unserem Ölbild, sehen wir, wie frisch die Farben wirken. Wie wunderbar Vivien die Gesichtszüge mit den Pastellkreiden ausformuliert hat und die Striche verwischt hat, sodass wir einen malerischen Effekt haben. Und bis heute leuchten diese Farben rosig. Und trotz all der Veränderungen, denen auch dieses Pastell unterliegt, wirken die Farben frischer als die des Ölgemäldes, das dunkler wirkt. Der Firnis ist vergilbt, der Firnis die Schutzschicht, die auf jedem Ölbild liegen muss. Und dieser Unterschied, dass Pastelle leuchtender wirken, dass sie gleichzeitig eine puderartige Oberfläche haben, im Gegensatz zu dem glatten Ölbild, was sie besonders geeignet macht, um eben zum Beispiel Hautoberfläche darzustellen. Das sind solche Momente, die den Zeitgenossen schon aufgefallen sind, die ihnen besonders gefallen haben am Pastell. Was natürlich fehlt, ist die Schutzschicht. Statt eines Firnisses hat man sie dann mit einem Glas versehen, mit einer Verglasung. Das sehen wir hier auch, und diese Verglasung, die trägt natürlich auch ein bisschen noch zum ästhetischen Eindruck eines Pastells bei und verleiht ihm nicht nur einen gewissen Glanz, sondern auch eine gewisse Kostbarkeit.